7 Fenster. 6 Heizkörper. Eine Dusche. Unser Reporter wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zur Miete. Nebenkosten rund 2160 Euro im Jahr. Davon 813 Euro für die Heizung und 115 Euro für Warmwasser. Er will jetzt wissen, wie kann er seine Nebenkosten senken, ohne dafür allzu viel ausgeben zu müssen. Das will er sich heute von einem Experten zeigen lassen. Jonas Pischner ist Energieberater. Zusammen mit seinem Kollegen hat er allein in diesem Jahr schon 400 Kunden beraten. Sie haben bestimmt auch gerade einen vollen Terminkalender. Ja, tatsächlich ist sehr viel los. Also wir haben hier Anfragen am Tag, 80 Anrufe mit wirklich Neukunden. Ja. Vor allem Leute, die jetzt vielleicht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gesagt haben, sie brauchen keine Tipps, brauchen jetzt welche. Ja. Ja, und was bedeutet 2? Was bedeutet 5? Los geht's mit den Heizkörpern. Genau, also das der erste Tipp des Experten, digitale Thermostate. Es bringt einiges, weil ich jetzt einfach absolute Zahlen habe, ja, Temperaturzahlen, die ich davor jetzt nicht hatte. Und hier kann ich das jetzt genau einstellen. Meistens drehe ich Thermostate auf 5 auf, ja, warte, bis der Raum warm ist und drehe sie dann wieder runter. Dann ist er aber schon voll am Laufen, ja, und heizt noch weiter, bis er dann abgekühlt hat. Hier kann ich wirklich eine Raumtemperatur einstellen, die ich haben möchte. Und er regelt dann automatisch zurück, sobald er sie erreicht hat. Ich bin jetzt handwerklich nicht so wirklich begabt und jetzt einfach so an dieser Heizungsleitung rumschrauben, das würde ich mich jetzt nicht einfach so trauen. Braucht man Handwerker, um sowas zu montieren? Ich sag mal, wenn man ein IKEA-Regal zusammengebaut kriegt, kriegt man auch den Heizkörperthermostat gewechselt. Einfach den alten Thermostat abschrauben, den mitgelieferten Adapter aufstecken und den neuen Thermostat aufschrauben. Einfache digitale Thermostate gibt's im Baumarkt schon ab gut 11 Euro. Damit können sich etwa 10% Heizkosten sparen lassen. Bei unserem Reporter wären das immerhin 81 Euro im Jahr. Die Heizkörper regelmäßig entlüften verbessert die Energieeffizienz. Mit einem Adapter ganz einfach. Ja, tatsächlich ist die Heizung das eine, was ich jetzt betrachten kann, aber das Haus ist ja doch auch irgendwo ein System. Ja, da gibt es dann auch noch eine Gebäudehülle, da gibt es dann auch noch Optimierungsbedarf, ja, oder Möglichkeiten. Die Heizungen unseres Reporters liegen direkt an der Wand an. In vielen Wohnungen gibt es allerdings eine Lücke von ein paar Zentimetern zwischen Wand und Heizung. In diesem Fall empfiehlt Jonas Pischner sogenannte Dämm- oder Reflexionsmatten. Warum soll ich jetzt so eine Dämmmatte hinter die Heizung legen? Die Heizung strahlt ja in zwei Richtungen Wärmestrahlung ab. Einmal in den Raum, was ich haben möchte, und einmal nach draußen, wo ich es nicht haben will. Da geht mir einfach sehr viel Strahlung verloren. Und wenn ich so eine Dämmmatte dahinter mache, kann ich die Strahlung, die nach außen verloren geht, wieder in den Raum zurückholen. Einfach, effizient und auch günstig. Ja. Also ich kann es mir einfach selber zuschneiden, so wie ich es brauche. Damit lassen sich gut Heizkosten sparen, ja, auf jeden Fall. Eine Matte dieser Größe kostet gut 3 Euro, kann hinter fast alle gängigen Heizkörper geklebt werden. Weiter zu den Fenstern. Hier kann wertvolle Wärme austreten. Ja, die Fenster, die sind ehrlicherweise ein bisschen in die Jahre gekommen. Wie kann ich denn testen, ob die Fenster auch wirklich dicht sind? Ja, hier gibt es einen Blatttest, den jeder machen kann. Also mit einem herkömmlichen Blatt Papier, was man zu Hause hat. Mache ich einmal auf, lege das hier so ein, Fenster zumachen, zuschließen. Ja, und wenn ich es dann so durchziehen kann und das zerreißt, gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Nicht nur dieses Fenster unseres Reporters kann eine neue Dichtung vertragen. Kosten pro Fenster ca. 6 Euro. Alte Dichtungen entfernen, Fenster- und Türdichtungen gibt's im Baumarkt, häufig selbstklebend. So lassen sie sich leicht am Fensterrahmen anbringen. Könnte es sich vielleicht lohnen, die feste Heizung weniger zu nutzen und sich stattdessen Zusatzgeräte ins Haus zu holen? Immerhin ist der Run auf mobile Heizgeräte, die mit Strom betrieben werden, im Augenblick riesig. Diese mobilen Radiatoren, die sind jetzt ja vermeintlich günstig. Kann ich damit tatsächlich Heizkosten sparen? Ja, das ist so ein bisschen Blender. Also die Anschaffungskosten sind sehr günstig. Dadurch wirkt es erstmal attraktiv. Aber dann im Gebrauch werden die einfach sehr teuer, weil die
die komplett mit Strom heizen und da einfach ja Strom raushauen. Ja. Wenn jetzt der Strompreis relativ konstant bleibt und der Gaspreis oder Ölpreis nach oben schießt, kann das irgendwann Sinn machen, aber jetzt im Moment nicht, nein. Letzter Check, das Badezimmer. Ah ja, okay. Ja, ist ein bisschen alt. Ja, das ist schon ein etwas älteres Modell, genau. Also hier gibt es auf jeden Fall auch Optimierungspotenzial, ja. Der Energieberater empfiehlt einen Tausch gegen einen wassersparenden Duschkopf. Tatsächlich können Sie damit Geld sparen, ja. Einmal wird hier die Wassermenge begrenzt oder reduziert, die da durchläuft. Und es wird tatsächlich auch Heizenergie gespart, weil ich einfach weniger Warmwasser brauche, ja, was irgendwo erhitzt wird, ja, durch die Heizung. Wie viel das ausmacht, probieren die beiden aus. Eine Minute Wassermarsch, zuerst der alte Duschkopf. Und dann der neue, wassersparende. Das Ergebnis nach einer Minute: mit dem wassersparenden Duschkopf verbraucht man einen Liter weniger, gut 17%. Unser Reporter könnte so rund 20 Euro im Jahr sparen. Das entspricht den Anschaffungskosten für ein günstiges Modell. Das heißt, die Anschaffung rechnet sich schon nach einem Jahr. Sparsame Duschköpfe, digitale Thermostate, Fensterdichtungen und Reflexionsmatten. Kleine Investitionen mit großer Wirkung. Also umso mehr die Preise steigen jetzt, die Energiepreise, desto mehr lohnt sich das. Kleinvieh macht ja auch Mist, ja. Also das sind auf jeden Fall Sachen, wo ich wenig Geld investiere und auf jeden Fall schon Nutzen habe, ja, den ich merke. Rund 120 Euro hat unser Reporter jetzt ausgegeben. Je nachdem, wie sehr die Energiepreise noch steigen, gut investiertes Geld. Er hofft damit ebenfalls 120 Euro im ersten Jahr an Nebenkosten einzusparen. Zur kompletten Sendung geht's übrigens hier. Und mehr Marktcheck-Videos bekommt ihr hier. Und wenn ihr Lust habt, unseren Kanal zu abonnieren, klickt einfach hier.